Oh weh. Oh, das Timing. Oh, es funktioniert. Gekonnt, ey. Ich habe meine Ehre wieder geholt. Ich habe sie zurückerobert. Honor restored. Ich fahre jetzt mal einfach Boot. Einfach mal Kanu fahren. Ja, ja, halt's Maul. Oh yeah. Mann! Es ist ein Stück Mushroom Man immer da. Ja. Der hat einfach mal beschissen, der Penner. Oh Gott! Kotzt du ihn da gerade voll? Ja, und ich punch ihm in die Fresse. Also, der hat einfach grünes Blut. So hat Punch-Out seinen Ursprung gefunden. Das wissen nur nicht viele. Ja, Toad war früher bekannt unter dem Namen Glass Joe. Fun Fact zu Punch-Out. Mike Tyson hat das mal gespielt in irgendeiner amerikanischen Talkshow und hat gegen Glass Joe verloren. Oh. Und war er auch Mike Tyson? Ah ne, kann es ja gar nicht Mike Tyson sein. Ist ja Melvin Beck. Also der Kannst echte Mike Tyson. Kannst du gegen Mike Tyson boxen? Er hat dann auch gegen sich selbst geboxt. Gegen seinen Pendant im Spiel und ja, war glaube ich nach 20 Sekunden hinüber. Aber ja. Er hat seine Ehre wieder hergestellt und hat zumindest Glass Joe später dann besiegt. Immerhin. Oh, die scheiß Dinger explodieren auch in der Hand, oder? Ich meine, das kann passieren, ja. Aber hier, das ist das erste Level, wo es einen Schuh gibt. Den Kuribo. Den Kuribo, genau. Auch das ist eine Yu-Gi-Oh-Karte. Echt? Ja, den Kuribo kannst du abwerfen, um einmal Schaden zu annullieren, sag ich mal. Meinen Schaden, den du nehmen würdest, auf Null zu setzen, einen Kampfschaden. Ist eine kleine, runde Fellkugel, wird im Anime oft gespielt, ist ansonsten relativ nutzlos, außer du bist so verrückt wie ich und baust dir ein komplettes Kuribo-Deck. Einfach nur, um Leute zu verarschen und holst die Kuribo-Brüder... die nicht nur Kuribo heißen, sondern auch Kuribu, Kuribi, Kuribe und Kuriba. Und wenn du alle fünf Kuribos zusammen hast, ne, dann kannst du den einzigartigen holen. Den Kuribabylon. Scheiße. Ja. Ich dachte, dann kommt jemand von Konami vorbei und lacht dich aus oder so. Nee, dafür hätte ich einfach... Wow! Da ist wow. Er. Der Froschanzug an Land. Abomination. Das ist übrigens, so passiert es, wenn Kuri Babylon dann auch, ne? Also, ja. Zumindest hier ist er nützlich. Immerhin. Ja. Er hat seine Momente. Oh, und du könntest auch den zweiten Mushroom dadurch sehr easy bekommen. Das stimmt. Wow, dieser Cheep Cheep ist einfach so penetrant. Einfach dieses Pattern von hin und her schwimmen, das ist übelst. Hey, guck, aber der zweite Mushroom. Und wie schnell der auf einmal hüpfen kann, ey. Er ist frech. Das ist Verarschung, Nintendo. So, dann hole ich mir doch im besten Fall Leben. Wie mini ich gerade war. Oh ja, das kann man so lassen. Ey, ich will den Mushroom. Den Zweidrittel-Mushroom. Richtig. Ja, und das ist dann das dritte Schiff, was du spielst. Außer ich sterb jetzt. Ja, davon gehe ich nicht aus. Das ist... Jetzt hast du es gesagt, ne? Jetzt ist der Druck wieder so hoch, weil jetzt zitter ich schon wieder. Das macht mich fertig. Ich springe jetzt erstmal einen Anker, das kriege ich hin. Das passiert nämlich automatisch. Da kann man quasi nicht bei versagen. Also, wenn das schon mal jemand geschafft hat, wäre ich auch nicht. Oh weh. Es gibt bestimmt irgendwo so eine Flash-Aktion, wo das misslungen ist.
Habe ich natürlich mit Absicht gemacht, dass du auch mal ein Schiff machen darfst. Ja, du wolltest unbedingt, dass ich dieses Scheißschiff jetzt mit dem Froschanzug spiele, ne? Ja, klar. Ja. Frogsuit only, ne? Gibt es einen Frogsuit only Speedrun von Mario 3? Das wollte ich auch gerade fragen. Gibt es so eine Kategorie? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas geben wird. Aber dann wäre sie jetzt vorbei. Das wäre ja dann eigentlich auch gleichzeitig ein No-Damage-Run und du müsstest ja, ich weiß nicht, irgendwie mit einem Cheatcode einen Froschanzug von Anfang an dann holen oder richtig, so. Richtig, aber das müsste ja gehen. Ja, super. Du darfst ja auch mal einen P-Flügel holen, ist ja auch was Schönes. Also ich finde eigentlich so Flammenwerfer auf einem aus Holz gebauten Schiff ist eigentlich nicht so effektiv, oder? Nö. Und auch hier müssen wir uns wieder die Frage stellen, woher kommt das blaue Holz? Ja. Irgendwie habe ich ein mieses Gefühl bei diesem Bossgegner. Es ist Wendy. Ich hasse Wendy. Sie springt. Wow. Yeah. Ich hätte da gepanickt, ey. Take that, bitch. Diesmal passt das sogar. Ja, aber richtig. Der kleine Mario hält einen Stab in der Hand, der größer ist als er selbst. Und der König sieht aus wie Mario. Ey, Alter, brutal. Das ist unser Daddy. Big Daddy. Big Daddy Mario. Big Daddy Cool Diesel. Papa von Mario, Mario und Luigi Mario. Natürlich bekommst du jetzt nur die Kackbox. Was ist mit meinem P-Flügel, den du mir versprochen hast? Ich hab gedacht, es gibt wirklich einen. Ich liebe deinen Beat. Und wie dann halt auch einer nur noch die eine Audiolinie funktioniert beim NES. Ja. Liebe ich auch. Das ist das Coole, wenn der Soundchip nur 4 Soundkanäle hat und dieser Soundeffekt auf demselben liegt wie die Melodie der Musik. Ja. Das war beim Famicom nicht so, ne? Doch, das ist da auch so. Also das auch so. Famicom hat ja auch nur 4 Soundkanäle. Ah ja. Es gibt Spiele von Konami, die haben einen speziellen Chip im Modul drin. Ich glaube, VRC6 nennt er sich. Der kommt auch bei Castlevania 3 zum Einsatz, genau. Bei der Famicom-Version. Die haben dann einen 5. Soundkanal. Und deswegen klingt da der Soundtrack sehr fetzig. Genau. In der Famicom-Fassung zumindest. Richtig. Ich meine, der ist ja so schon geil, aber in der Famicom-Fassung ist er halt noch geil. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass wir hier riesige, fette Koopa Troopas haben. Aber kleine Pflanzen in Riesenröhren. Oh! Oh. Fast ein Ei gelegt. Aber nur fast. Yeah! Aber erhol den Mushroom Man. Bin ein richtiger Profi. Oh ja, der Finger. Der Finger. Kann ich eigentlich nur zeigen oder kann ich auch irgendwas? Ne, ich kann nichts machen. Erstmal Spiel beenden. Ich kann dir auch nein, kann dir nein, damit auf nicht den Sack der Finger! Gehen. Nein, nein, nicht der Finger! Ah! Ich kann dir den Weg zeigen. Die nächste Urologenuntersuchung ist doch erst in ein paar Monaten. Du brauchst doch deinen Finger nicht jetzt schon in mich reinstecken. Immer bohren. Ey, Tanuki! Das ist das beste Item in diesem Spiel. Der weiße Tanuki-Anzug. Weißer Tanuki-Anzug? Was hast denn du geraucht? Pilze? Ich war gerade eben noch in der anderen Dimension. Alter, durch den anderen Block durchgeschossen wie ein richtiger Skiller. Oh! Es ist nur der kleine Fisch, keine Panik. Der kann dich nicht fressen. Stell dir mal vor, du könntest hier so durch so eine Tür gehen, die alles verändert und plötzlich ist der Große. Das klingt nach einem echt guten Level-Design-Idee. Oder? Ja.
Mario Bros. 3 Remastered Remake. Ich meine, Mario 3D World Dimension 2. Gedöns. Ja, super. Und der Hammerbruder blockiert mit den. Du kannst doch die Uhr nehmen. Oh. Stimmt eigentlich, aber der hat bestimmt was Gutes. Wie eine Wolke. Hey, das ist gut. Da können wir nämlich beide dasselbe Level in Welt 8 überspringen. Richtig. Richtig. Nehme ich mir das Haus? Entscheide du. Ja. Ich hatte ja schon eins. Sobald ich das sage, entscheide du, nimmt er es ohne zu zögern. klar. Ich hatte ja schon eins. Ist mir dann aber erst eingefallen, als ich schon gedrückt hatte. Ja, das sagen sie alle dann. Guck mal, das habe ich verdient. Oh, Kacke. Alter, ich war einfach noch stunned, ey. Das ist heftig. Das war echt mal Hits dann der übelsten Sorte. Das war schon nice, nicht ohne. Erstmal eine Flöte nehmen. Wenn wir das Projekt schnell beenden wollen, klar. Wolken für Welt 8 haben wir. Ja. Die Frage ist, ob wir sie benutzen. Oh, ja. Ach, das sind die gruseligsten Level in dem Game. Die absolut gruseligsten. Meine Fresse, ey. Auf dem Kopf gedrehte Spinies. Wer kommt auf solche Ideen? Miyamoto. Der Lebenmann braucht neue Leben. Ja. Also ich glaube, ich könnte auch noch ein Game Over sehen hier in dem Run. So wenig Selbstbewusstsein? Weiß nicht, aber ich weiß halt auch, was noch kommt. Also ich sage ja nicht in der Welt, aber ab Welt 5 wird kritisch. Oh, guck mal, Memory. Ja. Yeah. Mach du mal. Ja, mir bleibt doch nichts anderes übrig. die Wolke an einem Memory-Spiel nutzen. Das ist so. Die Wolke an einem Memory-Spiel nutzen. Das ist ungefähr so effektiv wie Brandschutztüren in einer Holzhütte. Ja, gut. Wenigstens die Tür steht. Oh, da, ja, ich erinnere mich. Das ist auch so eine eklige Festung. Och nee, ich muss schon wieder ein Bum-Bum machen. Ey, du kannst auch die Röhre da nehmen. Ist egal. Ja, okay. Ja, ich weiß, da ist auch so ein Special-Item drin. Wäre da nicht sogar ein Tanugi drin? Ich glaube. Alter, Mann. Geil. Ey, guck mal, ein Bum-Bum. Boah, der kann fliegen, oder? Nee, der konnte tatsächlich nicht fliegen. Der konnte auf die Fresse fliegen. Richtig. Rehabilitation. Sich den Ängsten stellen. Das die Ängste, Trauma besiegen. Die Ängste auffressen mit den Arschbacken. Auf. Ja, gut. Je nachdem, wie groß die Angst ist, machbar. Gott, wir wären einfach schon in Welt 7, wenn wir diese ganze Scheiße hier nicht machen würden. Keine Pilzhäuser, keine Minispiele. Das hätten deine drei Leben sein können. Ach Quatsch, nie im Leben. Ich habe keinen Frosch, schade. Erstmal. Ja. Stimmt, hier hätten wir den noch gebraucht. Ja. Lakido, dein Enemy, ey. Ja. Das ist einfach deine Nemesis. Ja, natürlich. Oh. Ja, aber er ist noch da. Easy. Mann, diese Pflanze in so einer verpixelten Variante. Hier kannst du wirklich Pixel zählen. Vor allem auch die Blöcke da mit ihrem hellblauen Hintergrund noch, sehr geil.
Ja, zu schnell gelaufen. So, das Pilzhaus lasse ich dir. Ich wollte gerade sagen, das nächste Pilzhaus für dich. Oh, ich mach Welt 5. Level 5 meine ich. Ach, oh Gott. Scheiße. Alter, wenn der sich auf dich draufgesetzt hätte, Mann. Das wäre schmerzhaft gewesen. Gott sei Dank sind Hitboxen hier nicht so ein Ding. Die existiert. Oh, kommen hier schon die Bullet Bills, die umdrehen können? Yep. Ja, die da ist einer. So ein Beschiss. Alter, ich war auf dem drauf. Ja, dann habt doch Spaß. Ja, der Videoschiedsrichter hat gesagt, das war Abseits. Kannst du mir Abseits einmal kurz erklären? Nee, alles gut. Das ist, wenn du zu weit vorne auf den Bullet Bill springst, wo sein Auge sitzt. Ah, und ja. Die rechte Hinterhacke deines Schuhs war auf dem Bullet Bill drauf, deswegen hat es nicht gezählt. Ja, natürlich, ey. Den fetten Scheißpenner. Dann tot. Da ist er wieder, der Stunlock. Ja. Hätte ich einen Stern nutzen sollen, verfickte Kacke. Stimmt, dafür sind die eigentlich gut. Oder die Spieluhr. Oder das. Komm, dann mach ich doch mal Level 6. Das Geile war ja gerade, ich konnte kein Level machen. Da waren beide... Nee, die beiden standen einfach sehr ungünstig. Das ist schon richtig. So, in diesem Level könnten wir als Feature eine Tür betreten, die ausgehangen wurde, dass ich da rein kann, um die Größe der Gegner zu ändern. Und der Gegenstände. Oh, scheiße. Oh, Gott sei Dank, ich hatte schon gedacht. Dieses Feature nutzen wir natürlich nicht, weil das ist unsere Lieblingswelt. Und wir wollen, dass alles groß ist. Hätte ich besser nicht erklären können. Richtig. Wir wollen den großen Magic Wand. Oh, scheiße. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Naja, ein Leben verloren, ein Leben gut gemacht. Wir sind dankbar für jedes Leben, das wir haben, nicht wahr? Richtig, so sieht's aus. So. Jetzt hast du wieder die Wahl zwischen Pest und Cholera oder eben Spieluhr. Ich nehme mal erstmal das rote Pilz aus. Richtig, das ist eine gute Idee. Das würde ich auch so machen. Pick a box und du kriegst die größte Scheiße von allen, nämlich ein dämliches Blatt. Er hätte auch ein Pilz sein können. Ich wollte gerade sagen, also besser hättest du es, glaube ich, in so einer Standardbox nicht treffen können. So, ich gehe jetzt mal kein Risiko ein. Das ist bei denen halt auch dumm mit ihrem Stunlock. Ey! Ja. Guck mal, du bist auf Null raus. Ich würde mal sagen, das war gut kalkuliert. Absolut. Du hast jetzt echt Auswahl, Mann. Ja, tatsächlich. Wie auch ein Stern? Nice. Ich glaube, der hat tatsächlich noch einen P-Flügel, der eine. Ja. Wow, du bist echt gut. Du machst wenigstens keine leeren Versprechen wie ich. Beides bedarf großer Fähigkeiten. Ja, du hast auch Auswahl. Was dir lieber ist. Das Ding von Level 5 kanntest du jetzt schon mal so ein bisschen. Ich gehe ohne Item in das Schloss rein. Ich mach mal sowas Bescheuertes. Das ist, ja. Ja. Okay, klar, ey. Warum nicht, ne? Why not? Und dann sterbe ich an einem dämlichen Sprung. Das war Fehler des Spiels, eindeutig. Ja. Das, du warst da drauf, du warst da schon oben drauf. Jetzt nochmal in Zeitlupe, zack, dann komm, das kann ich jetzt nicht zulassen hier, komm. Oder willst du Rache am Schloss? Mach, wie du willst. Okay, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen. Aber wenn du das machst, mach es besser als ich. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Das brauchst du auch nicht versprechen. Das ist schon dein Versprechen, allein wenn du das Level auswählst. Das ist einfach schlecht programmiert. Das ist es.